Ich habe noch keine Kontakte auf dem Schirm. Da, jetzt. Ein Igel. Ich habe auch einen abgewählten Scanner auf 6 Kilometer Reichweite. Da ist noch ein Feind, ja. Aber auf 6 Kilometer habe ich euch auch gerade entdeckt. Ich hab, ja, entdeckt, ich weiß nicht. Ich habe eine Sidewinder. Diesmal habe ich 1 Million für meinen Killborn-Scanner bezahlt. Und der scannt jetzt massiv schnell und auf massive Reichweite. Target Shields offline. Was, du siehst mich nicht? Ja, du bist als so blinkendes Ding angezeigt, das rumhüpft. Jetzt ist mir wieder angezeigt. Ja, vielleicht war das der Server, der noch einen Moment gebraucht hat. Eine Sidewinder kriege ich tatsächlich auch kaputt. Boah. Tja, ich krieg hier die ganze Zeit nichts. Also die Kanonen lohnen sich. Minecraft geht mit Multicans. Wenn du magst, wenn du das nicht magst, dass du zwei verschiedene Dinge zielen musst bei den Dingern, du kannst auch umstellen, da gibt's Gunsight-Mode Leading in Trailing. Leading steht dafür, dass du dem Ziel vorhalten musst. Und Trailing wäre, dass das Ziel automatisch vorgehalten wird und du einfach nur noch auf den Körper oder was auch immer das ist. Ja, ja, ich kenne das wohl. Ich habe das offscreen mal gemacht. Schauen. Also das Beste ist wirklich die Energieverteilung mit Voice Attack und was war's noch? Ja, so schnelle Sachen und routinemäßige Sachen wie die Map öffnen oder aber die Docke, die Undock-Anfrage stellen. Da ist das Zeug. Ich habe mir sogar mittlerweile eingestellt, wenn ich in eine Station ankomme, starte zum Beispiel, macht das mein Voice Attack. Ja, ich weiß nicht, ich komme auch ohne ganz gut klar mit dem ganzen Kram. Sind auch Hotkeys, also Hotkey-Abteilungen, die sich da speichern lassen. Ich muss mal wieder nicht standard nachdenken. Oh, jetzt habe ich schon. Ja, er räumt hier ab und ich nicht. Ah, genau. Nur schön die Waffen abbrechen. Ich habe übrigens nur 4 T1 Waffen drauf. Also noch keine einzige T2 Waffe. Glückwunsch. Weil ich mir noch eine verbesserte Lebenserhaltung kaufen musste. Wieso auch immer ich die brauche. Da hinten wird schon wieder gekämpft. Fliegen wir mal hin. Ja. Ach ja, wenn du wieder. Wenn du weißt ja, es gab mal dieses Ding, wo du schneller reisen konntest, wenn du. Wenn du abstellst, dass du. Wenn du. Flight Assist abgeschaltet hast. Ja, ja, das geht jetzt wieder anders, indem man den Antrieb einfach abschaltet. Ist aber auch nicht mehr. Oh, schon fein, ein Igel. Scanner out. Von Paul. Ich kann jetzt mal in meine Nähe fliegen. Jetzt gibt's hier gerade Schnitzel. Oh, ja, ich sehe schon. Schnappen wir uns doch mal den Twingo hier. Ist immer noch schwierig mit dem Scanner hier zu zielen. Was, der Typ ist clean? So, das ist ja Anarchiesystem. Ja, wir sind die ganze Zeit schon in einem Anarchiesystem. Ja, wir sind sogar clean Leute, einfach nur Aruna gezeigt. Wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit hier Gegner abschießen. Vielleicht werden die dann schon mal vorgewarnt. Oder ist es auch ein Bug, von wegen, dass die KI das nicht zurücksetzt. Dass der Server das nicht zurücksetzt. Detecting hostile scan.
Hast du einen Feind bei dir? Ja. Advanta. Nee, mit einem Hauler. Target Shields offline. Die Effekte finde ich ja so schön. Müsste auch mal mit dem zweiten Laser irgendwie treffen, das wäre hilfreich bei dem Schaden. Bäm, kaputt. Target destroyed. Wäre natürlich praktisch für so einen Hauler, wenn der auch Fracht dabei gehabt hätte. Hat er natürlich nicht. Da ist aber noch ein Feind. Sidewinder. Hey, 400 Bounty. Du hast mir den Kill geklaut. Ja. Hat sich auch wahnsinnig gelohnt für 400. Ich habe dafür 1600 Bounty bekommen. Tja. Ich muss ja auch mal irgendwie hier Geld zu Geld kommen. Hier ist aber noch irgendwo ein Feind. Das ist jetzt aber übel. Jetzt sind meine Schilder offline. Was zum Teufel? Beschießt du mich da eben? Nein, ich beschieße dich nicht. Ich bin gar nicht in deiner Nähe gerade. Also in Schussreichweite. Das ist eine Sidewinder und noch ein anderes Schiff, was da unterwegs ist. Hey, mein GTI ist gerade drauf. Detecting hostile scan. Ja, hier geht's auf jeden Fall ordentlich ab. Das kann man schon mal sagen. Doch, bitte. So, Schild ist wieder online. Es fehlt irgendwie noch so, wie man das aus anderen Spielen kennt, dass man von mir aus quasi so eine Art Schildbatterie hat, die einem instant die Schilde kurz wieder auflädt. Genau, genau. Die gibt's hier auch. Target Shield offline. Wie heißt das? Die kannst du anstatt von Cargo-Exen reintun. Hast du bestimmt schon mal gesehen? Schildzelle. Die laden deine Schilde instant wieder auf, solange sie nicht unten sind. Ja. Ja, nee, hab ich noch nicht gesehen bisher, muss ich sagen. Das sind dann jede zweite Station eigentlich. Ich hab noch nicht so viel ins Equipment reingeguckt. Ich hab auch bisher, glaube ich, in der Beta 2. Also unbedingt eigentlich bei jeder Station reinhauen, ob die irgendwas haben. Die Sache ist ziemlich einzigartig. Du kannst zum Beispiel einen Plasma-Accelerator jetzt auf einer Cobra mounten. Die Dinger machen echt richtig viel Spaß, Plasma-Accelerator. Wenn du in die Anaconda geflogen bist, bist du mal in der Anaconda geflogen? Nein. Oh, ich bin die ganze Zeit rückwärts geflogen, fällt mir gerade so auf. Wenn ich schon mal eine Anaconda geflogen wäre, hätte man das gesehen. So, ja. Ich bin mal in der Anaconda geflogen, und zwar in der Beta 1. Und es war toll, ein Plasma-Accelerator hat eine Cobra gewonshottet. Du hast genau gezielt, einmal geschossen und der Typ war tot. Ja. Ich werde mal kurz zu der Station hier im System fliegen. Ja, in den Kampf, wenn jemand zu lange gebraucht hat, um sich zu entscheiden, die Föderation oder Eranen. Da habe ich mich einfach einmal kurz umgedreht, in eine Richtung geschaut und einmal mit meinem Plasma-Accelerator geschossen und ist einfach explodiert. Ich habe sogar einen Forum-Eintrag für bekommen, für die powervollste Anaconda im Spiel. Waffen. Schön. Das ist die beste Anaconda im Spiel, die ihr bisher gesehen habt. Habe ich einen Forum-Eintrag bekommen. Waffen. Klasse. Ja. Die Foren sind irgendwie verwirrend für mich. Ich gucke da immer drüber und es ist irgendwie immer, die eine Hälfte der Spieler beschwert sich, ja, das ist viel zu schwer, und die andere Hälfte sagt, mach das bloß nicht zu leicht, das Spiel. Das muss ja ein richtiges Spiel werden und nicht so verweichlicht. Das scheint doch ein sehr großer... Echt besser geworden im Kampf, muss man schon sagen. Wer ist besser geworden? Die KI. KI, ja.
Ja, das ist durchaus, ist mir auch schon aufgefallen. Versuchen jetzt hinter mir zu bleiben. Ich bin gerade gar nicht da, ich bin gerade auf dem Weg zu der Station hier. Weil ich mal gucken wollte, ob ich da jetzt vielleicht mal eine bessere Waffe herbekommen kann oder so. Oder sonst irgendwas tun kann, damit ich nicht nur so nebenher fliege und nichts wirklich Sinnvolles mache. Aber das ist auch keine Munition mehr. Gar keine mehr. Weiß. Tja, dann solltest du vielleicht auch hierher kommen. Request granted. Ich finde es ganz lustig, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Zuschauer hatte ja gemeint, ich würde zu waghalsig andocken, weil ich das von Hand mache und nicht mit dem Andock-Computer. Die haben den echt gefixt. Als ich den mit meiner Conda das letzte Mal geflogen habe, also in der Beta 1, hat dieses Ding nichts gemacht, als vor dem Eingang rückwärts Kreise zu fliegen. Und wirklich vor dem Eingang rückwärts Kreise zu fliegen. Du warst direkt, hast auf den Stationen geschaut, die hat dich rückwärts geflogen und hat dich einfach rückwärts vor dem Stationseingang Kreise fliegen lassen. Jetzt dreht sich dieses Ding auf den Eingang, macht alles richtig, fliegt langsam durch den Eingang, er zeigt sogar an, wenn er wartet, dass er an einem Schiff vorbeifliegt, fliegt dann präzise und passt genau auf die Station und landet punktgenau. Ja, aber halt viel zu langsam. No. Computer andockt, bin ich fünfmal an und wieder abgedockt. Mittlerweile nicht mehr. Also er dauert, hast du schon mal den neuen ausprobiert? Nee, aber ich sehe es ja, wenn andere Schiffe per Andock-Computer andocken, das ist halt einfach verdammt langsam, verhältnismäßig. Ich meine, mittlerweile mache ich das sogar teilweise so, dass ich einfach aus der Station direkt rausbooste, weil es mir sonst zu lang dauert. Ja, aber raus macht fliegen tut das Ding ja nicht. Nur reinfliegen. Auch beim Reinfliegen bin ich trotzdem schneller. Ja, da bin ich auch schneller. Das so, mal schauen. Ich mache wahrscheinlich auch mehr Hüllschaden oder zumindest mehr Abnutzung. Wie du ja siehst, denke ich, das Schiff auch schneller kaputt. Oh. Frag mich, was mich die Reparatur kosten wird. Ist auf jeden Fall nett, einen dabei zu haben. Ich habe zum Beispiel immer einen dabei. Den mache ich einfach mal an, wenn ich zwischenzeitlich aufs Klo muss oder so. Super. Den Computer mal andocken. Und der macht das. Kann man mittlerweile auch vertrauen. Ohne dass er gleich irgendwo Schwachsinn macht. Super, wie der Autocomputer, wie der Autopilot bei EVE Online. Der ist auch so. Also, für. Wenn man irgendwie 10 Systeme weit springen muss, nacheinander, und man selber schafft das in 10 Minuten. Na, nicht mal. In 6, 7 Minuten, der Autopilot braucht dafür garantiert mindestens eine halbe Stunde. Im Autopilot. Ja, ja, bei EVE. Das war schon ein bisschen nervig, möchte man sagen. Ach so, ich kann auch von hier aus meine Bounty auflösen, aber ich kann meine Kopfgelder nicht einlösen. Nur die du in dem System hattest. Ja, hab ich. Ich habe ja zwei hier bekommen. Ja. Schau mal, was die hier für Waffen haben. Ich hab rein jetzt in der Bounty. Also ich krieg hier gar keine Waffen. Ich hab 500 für Reparaturen, 1000 für Reparaturen, 1000 für Munition und 500 für Treibstoffzahlen. Ach ja, Treibstoff. Ach nee, Treibstoff habe ich schon gemacht. Aber ich sehe hier auf jeden Fall keine, Dings. Was wollte ich sagen? Kontakten. Ja, bei den Kontakten kriege ich auf jeden Fall keine Kopfgelder, obwohl ich definitiv welche eingesammelt habe. Ich meine, ich habe ja quasi einen Videobeweis. Das war ja keine Mission, wir haben einfach so Gegner abgeschossen, gerade eben. Das war ja da, wo wir gerade waren, bei dem Navbeacon. Du hast doch bestimmt für jemanden Kopfgeld kassiert, oder? Ja. Genau, dann schaust du jetzt mal links bei unter in Missionen. Ja, bei Missionen, da steht aber nichts. Das ist noch nicht, das ist noch nicht auf dem neuesten Stand quasi.
Das hat sich noch nicht aktualisiert. Da habe ich nur noch, da habe ich noch das Bußgeld stehen, aber das habe ich gerade schon bezahlt. Also das kann man tatsächlich auch von hier aus tun. Schau mal, nirgends Escape hier. Ja, ich kann für 10.000 Bounty abgeben. Tausend hätte ich jetzt für eine Person dann meine Geborenen kennen. Und mein Föderationsbounty ist total. Ja, ich kann hier auf jeden Fall nichts abgeben. Ich gucke jetzt nochmal, das hat sich auch immer noch nicht aktualisiert. Ich überlege gerade, ob es nicht schlauer wäre, zu einem anderen System vielleicht mal so langsam zu wechseln. Kommen wir jetzt mal ins System. Hier gibt es wunderbare Aufgaben, zum Beispiel... Ja, bei mir waren in den Aufgaben auch nur Quark, also nur Fracht dahin bringen. Was ich für dich jetzt tun würde, da du noch weiter bist, diese Zivilisten töten. Zivilisten sind nicht unbedingt Leute, die frei... Zivilisten gelten auch Leute, die als gesucht sind. Nimm also am besten eine Mission an, für die du 30.000 bekommst und wo du Zivilisten töten musst, flieg an den Nachtweg und töte die gesuchten Leute, das zählt auch. Dann bekommst du ganz einfach mal Geld. Ja, aber bei mir waren da gerade nur Missionen, die halt Fracht dahin bringen, beinhalten. Da waren keine Abschussmissionen. So, da haben wir gleich das mit dem auch drauf zupusten. Kopfgeld bezahlt. Dann würden wir in das Föderationsgebiet fliegen. Ja, ich habe das Kopfgeld bezahlt. Ja, fliegen wir nach Ollen. Kommst du nach Ollen? Ja, da komme ich hin. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich hier nicht nochmal landen soll. Und gucken, ob es hier nicht andere Missionen jetzt mittlerweile gibt. In einem Sprung müsste, weiß ich nicht. Ich guck mal, nein. Okay, dann warte, dann schaue ich nach einem anderen System. Wie viel Jump ist das, hast du nochmal? 6,7 oder so. Ich schaue hier auch nochmal in die Missionen. Vielleicht finde ich ja was, was mir besser passt. Bulletin Board. Nein, bei mir sind es alles tatsächlich nur... Wir könnten nach 10er Herkules fliegen, wenn wir dann machen. Weiter. Nach Tilian. Nach Tilian komme ich auch so, aber in 20 Sekunden werden neue Missionen spawnen. Vielleicht ist da ja was Besseres bei. Mal schauen. Da, in Richtung Tilian oder 10er Herkules? Raffinerie und Tilian wäre... So, jetzt müssten gerade neue Missionen aber aufgetaucht sein, da werde ich gleich mal gucken. Jetzt halt schon mal auf der Station. Mhm. Komisch, ich dachte, ich hätte hier noch was. So. Nee, das sind immer noch die, also es sind immer noch nur Frachtmissionen. Dann werde ich jetzt auch mal rausfliegen. Stark Tilian, das ist mein einziges. Ship released. Engines engaged. Da dürftest du auch anständige Waffen bekommen. Auch. Also ich bin mal nach Tilian. So, also nach Tilian, da komme ich auch so hin. Ja, ich habe jetzt hier nach dem System geschaut, das du es erreichen kannst. Ein schönes offen haben. Ollen hätte zwar bestimmt bessere oder ich glaube, sie dürfen zumindest die einen Malchen haben.
die müsste ich... die höheren nehmen würde, aus dem einfachen Grund, die haben dann mehr Schaden pro Munition, wenn es mehr Wert. Also einfach mehr Munition. Ja.